Hallo Leute, willkommen zurück zu meiner Warptorio-Serie, wo wir anscheinend auf einem Planeten gelandet sind, wo es ziemlich düster ist. Was wir hier machen, wir platzieren erstmal unsere Energieproduktion dahin, wo wir auch Wasser haben. Dann brauchen wir hier Kohle. Und auf dem letzten Planeten, da waren wir ja ohne Erze, ohne Aliens. Und da haben wir all unser Eisen aufgebraucht. Und hier auf diesem Planeten sieht es so aus, als wäre es die ganze Zeit dunkel. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auch bedeutet, ja, die Aliens machen vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Sieht jedenfalls so aus, als ob es auf diesem Planet eher wenig Bäume gibt, viel Sand. Was dann natürlich heißt, gibt nicht wirklich viel her für die oder gegen die Umweltverschmutzung. So ist's. Gut, machen wir da mal die Strommasten. Wir haben ja inzwischen einen fahrbaren Untersatz. Und wir müssen schauen, dass wir hier ordentlich was an Eisen ranbringen, so dass unsere Flächenproduktion mithalten kann mit dem, was wir forschen. Denn hier sind wir leer. Wir haben hier zwar noch 400 drin, da noch über 1000 und da sind auch noch gut 200 drin. Soweit, so gut. Vielleicht hier bräuchten wir auch noch Verteidigung. Da drüben habe ich auch nichts stehen. Und dann geht es zumindest primär mal darum, zu forschen und zu schauen. Ja. Ja, die Nester sind etwas größer. Und da sind auch ein paar mehr Würmer am Werk.
aber das bringen wir hin. Hoffe ich zumindest. Meine, dieses Nest sollten wir wirklich aus dem Weg bekommen, denn das ist ein bisschen zu nah. An unserer Basis. Dann sind da noch zwei Würmer in der Mitte und zwei Nester. Und vielleicht bedeutet dies, wir werden nicht bis ganz am Ende hier bleiben. Ja, und an unserer Base sind sie auch schon am Nagen. Da unten ist auch schon das nächste Nest. Ich glaube, das Verhältnis an Munition, das wir brauchen hier, um gegen die Aliens anzukommen, gegenüber dem Nutzen, den wir hier rausziehen, in der Form von Materialien, hält sich nicht ganz die Waage. Drum, was ich hier einfach noch abwarten möchte, ist, wenn wir dann wirklich so überrannt werden, dann packen wir zusammen. Ist wahrscheinlich doch schon so in zehn Minuten. Sie kommen in fast schon in Horden, die zu groß sind für uns zu bewältigen.
würde gerne hier genügend Eisen einlagern, dass die Kiste voll ist. Aber ich weiß nicht, ob dies auch realistisch machbar ist in der Zeit, die uns hier verbleibt. Eine große Horde. Okay. Der eine Turm wird denen allen Herr. Überrascht mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, so eine Gruppe von mehr als sechs Bison. Die kommen dann schon bis an den Turm ran und beginnen da zu knabbern. Okay, der war bis am Turm. Das heißt für mich, ich beginne hier mal mit dem Abbau. Wir lassen das noch auslaufen. Und wir brauchen sowieso fast 2 Minuten, bis wir dann effektiv warten können, wenn wir den Knopf gedrückt haben. Okay, jetzt gilt es, das Zeug zusammenzupacken. Dann geht's weiter. Okay. Strom alle. Hier haben wir schon Schaden genommen. Da oben. Ja, ich habe die Türme eingepackt. Andere Turm wurde auch angenagt. Reparieren wir. Und dann sind wir in 30 Minuten weg von hier. Strom oder Akku ist ausgegangen. Aber wir hoffen, dass der nächste Planet für uns etwas vorteilhafter ist. Weniger Aliens, viel Eisen. Also, bis dann und tschüss.